Wir können weiterlaufen, wo auch immer das... Alle haben hier so komische Helme auf. Ja, damit werden sie von den Borgs überwacht. Ich schätze, ohne Kontrollhelme fallen wir bald wieder auf. Radkappen. Das reicht noch nicht mal mehr, um es an das Surimi zu verfüttern. Made in Detroit. Können wir die mitnehmen? Komm, Howard, lass uns die Tarnkappe aufsetzen. Mhm. Irgendwie komme ich mir jetzt ziemlich blöd vor. Die Vox Electric Metal Band gibt sich die Ehre. Heute Nacht findet das Konzert der beliebten Trashrocker in der Hafenkaschemme zu Ehren der erfolgreichen Borgstruppen statt. Eine Kontrolleinheit. Eine automatische Slime Police Kontrolleinheit. Angriff oder was? Zwecklos. Das bringt's nicht. Oder ist sie... Warte mal, jetzt bin ich mal gespannt. Ist die Waffe identisch mit der Waffe? Das ist ein Staubsauger, deswegen. Schleimstaubsauger. So, warte mal. Das reicht noch nicht mal mehr, um es an das Surimi zu verfüttern. Der Hinweis ist, glaube ich, wichtig. Das Surimi, komm. Wer soll denn davon satt werden? Doch nicht. Okay, schade. Oder muss ich... So, jetzt kann das Surimi mal wieder ordentlich einen abdrücken. Was machen die ganzen Borgs vor der Hafenkneipe? Ich habe keine Lust, sie zu fragen. Aber das Surimi... Okay. Können wir... Und nachher habe ich auch so Blähungen wie der kleine Stinker, oder was? Das bringt's nicht. Wer soll denn davon satt werden? Hä? Also ich denke mal, wir müssen es wieder zum Kippen bringen hier. Oh. Ab in die Hafenbar damit. Bam, bam, bam. So, die Borgs in Big City sind erst einmal außer Gefecht gesetzt. Okay, Howard, lass uns mal versuchen, mit Clint Kontakt aufzunehmen. Chewie an Clint! Chewie an Clint! Kannst du mich hören, Clint? Ja, ich höre euch. Okay, ich beam euch wieder hoch. Aber dass das die Stimme von George Stoppard ist? Hey Leute, da seid ihr ja wieder. Ich habe in der Zwischenzeit den Funkverkehr der Borgs abgehört. So wie es aussieht, haben die Borgs Nichelle an ihren geheimen Stützpunkt in Ghost Town gebracht. Die Koordinaten habe ich schon mit Hilfe der Navigationsanlage ermittelt. Am besten fliegen wir gleich hin. Okay, flieg uns hin, Clint. Gut, ja, wir verstellt. Machen das genauso bestimmt. Wie in Big City. Ich beam euch runter und halte hier oben die Stellung. Flossen hoch, ihr beiden. Langsam, langsam, Alter. Wir haben's bestimmt nicht auf dich abgesehen. Ihr könnt mir viel erzählen. Seit die Grünen hier ihr Unwesen treiben, traue ich keinem mehr. Die Grünen? Heißt das, die Borgs sind tatsächlich hier? Ich sehe keinen von ihnen. Da müsst ihr mal mittags hier sein. Dann ist es hier wie in der Einflugschneise von einem Großflughafen. Nicht so hastig, Burschen. Will erst mal sehen, ob ihr richtige Männer seid.
Was weißt du denn von Flughäfen? Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Muss ein Fehler in meinem Betriebssystem sein. Wahrscheinlich haben die Grünen ein gemeines Virus nach Ghost Town eingeschleppt. Wo halten sich die Borgs denn jetzt versteckt? Sie haben sich tief in der alten Goldmine verkrochen. Naja, wenigstens hast du Gesellschaft hier. Auf die Gesellschaft kann ich gern verzichten. Ich brauche jemanden, der zu mir passt. Jemanden, mit dem ich gerne meinen Whisky teile. Hast du in letzter Zeit hier ein schnuckelig schwarzhaariges Rasseweib gesehen? So ein steiler Zahn in einem roten Kleidchen? Na klar, die Grünen haben sie in die alte Goldmine geschleppt. Wir müssen dann jetzt mal weiter. Nicht so hastig, Burschen. Will erst mal sehen, ob ihr richtige Männer seid. Deshalb werden wir ein kleines Wettschießen veranstalten. Schießen? Warum? Schießen? Worauf? Hierauf. Wow, was ist das denn? Das sieht wie eine Miniaturausgabe von dir aus. Die Grünen haben den ganzen Karton davon hier liegen lassen. Sie haben damit ihre Schießeisen getestet. Oh Mann, meinen ersten Merchandising-Artikel habe ich mir anders vorgestellt. So Leute, jetzt seid ihr an der Reihe. Und was ist, wenn wir uns weigern? Dann übe ich mit euch. Er braucht irgendjemanden, der zu ihm passt. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder nur so tut, als ob. Nein. Basta. Er ist ein Geist, okay. Der zu ihm passt. Wir haben auch einen Geist. Hab ich vorhin richtig gehört? Whisky? Klar, Lady. Komm, wir gehen in meinen Saloon. Da habe ich mein Depot. Hier, den Karton könnt ihr behalten. Mhm. Boah, was wir jetzt haben. Sehr geschmackvolles Merchandising. Mehr davon. So, was haben wir denn noch hier Hübsches? Hier gibt's Räder. Das waren Räder. Das bringt's nicht. Hier ist noch ein Saloon. Da kommen wir aber nicht hin. Da kommen wir noch hin. Ja, und eine Hütte. Zwecklos. So verfallen wie der Rest von Ghost Town. Ja, okay. Da sind sie. Ab hier an das Ding. Glaube ich, ein bisschen zu abrupt, oder? Ja. Hier ist die Tür. Mach mal auf. Das bringt's nicht. Der Eingang zum Versteck der Box. Was mache ich damit jetzt? Chance.
Der hat Füße. Soll er doch selbst gehen. Auch nicht. Und was im Inventar hier noch? Nein, werde ich nicht. Vielleicht die. Ach so. Zum Ablenken. Ich dachte zum Sprengen oder so. Okay. Hier irgendwo müssen die Borgs Michelle gefangen halten. Solange die Borgs in der Kommandozentrale sind, gehe ich da nicht hinauf. Mhm. Gehen wir mal unten lang. Oh, hier ist ein Schalter. Das bringt's nicht. Das bringt im Moment noch nichts. Sag beim Abschied leise. Goodbye. Lass mich raten. Warte mal. Hier haben wir gar nicht mehr die Kiste, wa? Oh, ich dachte schon. Wann. Nein, werde ich nicht. Was macht der hier? Blitzeblank sauber. Müssen wir da was reinpacken? Keine Chance. Vielleicht eine Vorlagenarmee generieren? Könnte ja sein. Aber niederschreiben? Nein, werde ich nicht. Hier, sowas. Oh. Es ist Zeit, sich abzuseilen. Komm, Howard, lass uns nachsehen. Wie, war's das schon wieder, oder was? Oh. Die sind wir erstmal los. Na, dann können wir jetzt hier nach oben gehen. Mann, die Kommandozentrale sieht ja aus wie die von F5. Das ist ja die Kommandozentrale von F5. Da ist ein Knopf. Ich liebe Knöpfe. Und ich auch. Drücken. Den auch hier, oder was? Was sollen wir machen? Nach Michelle suchen. Was sonst? Ach so. Dann gehen wir erstmal hier durch. Maus ist gerade sehr schwergängig. Sonde. Ach so. Das übliche. Schleim. Siehe der Beginn des Spiels. Alles klar mit dir? Mensch, wo wart ihr denn so lange? Das ist eine längere Geschichte. Aber ich glaube, wir sollten hier erstmal verschwinden, bevor ich dir die erzähle.
Knöpfchen drücken. Erstmal die Kontrolle der Box über die Bewohner von Big City ausschalten. Und tschüss! Okay, Clint, hörst du uns? Hol uns hoch! Ja, ich höre euch. Okay, ich beam euch wieder hoch. Na, kein Countdown mehr. Da seid ihr ja alle wieder. Ja, alles wieder so, wie es sein soll. Nichelle ist wieder bei uns. Die Erde ist von der Borg-Seuche befreit und du, Clint, bist auch wieder da. Ja, und ich habe genug Stoff für ein neues Buch. Ach, lass doch die Schreiberei, Howard. Komm lieber mit uns und lass uns noch ein paar Abenteuer durchziehen. Ja, da gibt es immer noch die Sache mit dem roten Glump zu erledigen. Ach ja, den hatte ich ganz vergessen. Okay, Freunde, lasst uns losziehen. Mir wird schon wieder langweilig. Ach, das war's. Danke fürs Spielen von Chewie. Ja, was ist denn nun mit dem roten Glob? Was ist denn jetzt da damit? Ah, immer diese Spiele, die eine Fortsetzung erzwingen oder was auch immer. Ja, das war dann Chewie Escape from F5. Und ganz ehrlich, es ist nicht so, wie ich es noch in Erinnerung hatte. Wäre das jetzt ein Spiel, was heute rauskommen würde, ich wäre sehr enttäuscht. Ich meine, es hat mitunter sehr gute Momente und hier und da wohl bemerkt mal den einen oder anderen guten Witz, vielleicht weil man den einfach in der Vergangenheit in den 90ern noch nicht gehört hatte. Aber das Spiel, das tropfte aus jeder Pore, jeden Pixel, hast du mitgekriegt, oh, die 90er sind da. Und das war so aufdringlich, also so wirklich aufdringlich. Dringlich. Inhaltlich, also es ist kein schlechtes Spiel. Also ich hatte es ja, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, wo ich es eingeleitet hatte, dass es mitunter eben halt ein Hoffnungsträger war, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. Aber man merkt schon die qualitativen Unterschiede vom Wettbewerb und vom damaligen Wettbewerb. Die waren einfach viel, 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 viel weiter. Ich würde mal sagen, gefühlt ist auch die Engine nicht so performant. Man hat ja hier mitbekommen, dass es auch manchmal sehr, sehr langsam war. Also dass das System bzw. die Emulation hier ganz schön zu tun hatte. Und die Dialoge waren manchmal sehr sinnfrei. Alles im anderen, wie gesagt, es hat mir Spaß gemacht, aber ich habe das Spiel so nicht in Erinnerung. Also ich habe es diesmal doch weitaus schlechter erlebt als damals. Wann war das? 95? Ich glaube, ja. Irgendwie, jedenfalls vorm Krieg, so ungefähr. Aber Gehirnzellen sind aufgefrischt. Man weiß jetzt wieder, was Phase war. Man weiß, was mit dem Spiel los war. Und man weiß, was mit dem Spiel jetzt los ist. Und ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Art und Weise eine Fortsetzung bedarf bei dem Spiel. Also schade ist, dass es kein vernünftiges Ende gibt, weil warum haben wir das alles gerade gemacht, ne? Also eigentlich war es eine ganz andere Mission. In der Mission ist was schiefgelaufen. Warum diese Mission stattgefunden hatte mit diesem roten Glub oder wie auch immer das in der sich schimpfte, wissen wir nicht. Das wissen wir am Ende auch nicht. Bei dieser Mission ist eben etwas schiefgegangen. 500 Jahre zum Glück eingefroren, war unser bester Kumpel dann nachher auf dem Planeten Erde als Gottheit angebetet oder. Und wir sind 500 Jahre später dahin gekommen durch dieses Wurmloch und haben ihn gerettet. Und das war's. Aber weder wissen wir, warum das dazu gekommen ist, was war die eigentliche hehre Aufgabe, noch eben halt am Ende wird das in irgendeiner Art und Weise aufgelöst, sondern nur so pseudo, naja, ich habe mir das langweilig, ich mache jetzt einen hier, ne, wir müssen weitere Abenteuer bestreiten. Vielleicht Escape from F6 oder so. Oder Alte 4, ich weiß nicht. Trotzdem ein gutes Spiel.
aber damit lockt man heutzutage keinen mehr hinterm Ofen vor. Der Ton war manchmal sehr, also der Ton war schon fortschrittlich für die Zeit. Ne? Teilweise waren es reine Samples, was wir bei dem Musikstück, wo Uhura gesungen hatte, mitbekommen haben. Aber zum anderen waren es hier so, früher hieß es Mod-Musik, also MOD. Das waren ähnlich, dass eben halt Samples von Musikinstrumenten auf MIDI bzw. auf Noten, Nomenklaturen gelaufen sind und dann eben halt durch die Samples dann das klang, als hätte man ein Orchester oder so. Zwischendurch war es halt Roland MT32 oder eben halt General MIDI das, oder Ravis Ultrasound, dass die eben halt reine Samples von Musikinstrumenten hatten und die dann eben mit Noten, Nomenklatur dann eben halt abgespielt haben. Und dann klang es halt zwar nicht wie ein Orchester, aber besser als eben die FM-Synthese. Und so ähnlich, glaube ich, war es hier stellenweise auch bei den Musikstücken, weil ich glaube, die würden sonst weitaus verrauschter klingen als das, was wir jetzt hören. Das sind wirklich minimalistische Samples, die eben halt als Musikstück abgespielt worden sind. Die Vertonung war ja auch nicht schlecht, die Sprecher waren eigentlich auch gut, aber die Dialoge waren schwach. Mit wenig Hinweisen wüsste ich nicht die eine oder andere Sache noch aus der alten Vergangenheit. Ich habe an einer Stelle wirklich arg gerätselt, was da los war. Das war zum Beispiel hier mit dem Hafen. Ich meine, wie kommst du da drauf, dass du x-mal an der Tür bist und dann irgendwann eine Mütze geflogen kommt, eine Kapitänsmütze, wo drinnen steht, woher die Kapitänsmütze kommt, also sprich, wo der Kapitän eigentlich ursprünglich ist. Also so eine Sachen halt. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Hiermit ist dann Chewie Escape from F5 beendet und es beginnt wieder die große, lange, ewige und wahrscheinlich nicht so richtig hundertprozentig zufriedenstellend zielführende Suche nach einem wahrhaftigen Nachfolger. Ich lasse mich da an der Stelle überraschen, ich hoffe ihr auch. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder voraussichtlich mit The Witcher. Und ja, schlaft gut, träumt was Schönes, bleibt weiterhin gesund, soweit es möglich ist. Und bis dahin, euer Firefox.